Warum bist du kein Vegetarier? Weil ich liebend gerne Frösche und sowas verzehre. Wie unser netter Kollege hier, der Fly Guy. Franzose. Ja, genau. Der Franzosen-Fly Guy. Du hast doch den French Guy nennen oder so. Der French Guy, genau. Er hat ja schon die Nationalfarben an, also es muss ein Franzose sein. Wow, das macht jetzt voll Sinn alles. Ja, das ganze Spiel macht keinen Sinn, also von daher... Also ich finde schon, dass es Sinn macht. Was macht denn bitte schon nicht an diesem Spiel Sinn? Zum Beispiel, warum sucht Mario nach Sternen, wo er doch schon alle Sterne gefunden hat im alten Teil? Und wo doch gar keine Bedrohung da ist. Ich habe noch keinen Bowser oder sonst was gesehen. Er sammelt das einfach nur Sterne. Das ist daher, weil die Sterne sind eine große Familie. Und die gehören nur mal alle zusammen. Und zwar, ist das nämlich so, die 120 Sterne, die haben alle Kinder bekommen. Oh mein Gott. Und diese Kinder, die wurden damals zum Bowser in ein Gefangenenlager gebracht. Oh mein Gott. Und jetzt wurden sie als Bowser getötet worden, sind sie alle aus diesem Gefängnislager rausgerannt und haben sie versteckt außerhalb der Burg. Was für eine grausame Geschichte. Und deshalb finden wir sie jetzt alle wieder, sind nicht Babysterne. Was für eine grausame Geschichte. Jetzt weißt du es, ey. Ich wünschte, ich wüsste es nicht. Jetzt weißt du es, aber du kannst nichts gegen dein Wissen tun. Du wirst es wie immer wissen. Es sei denn, du lässt dir dein Gehirn aussaugen. Genial. Wenn schon dran vorbeifliegen, dann wenigstens stilvoll. Nein. Doch. Okay. Das muss doch gut aussehen. Sicher? Ja. Er kann durch das gemacht. Er kann durch das Rohr durchlaufen. Das ist ja mal was Neues. Aber Mario überrascht mich irgendwie heute richtig oft. Ja, mich auch. Das Spiel ist einfach nur verbuggt. Verbuggt? Im Sinne von Teig verbuggt oder? Verfehlert. Verfehlert, also. Ja. Gut. Zwei Münzen fehlen noch und. Wo sind denn diese verdammten Münzen hin? Das frage ich mich auch. Ich frage es mich irgendwie viel mehr. Dann frage ich es mich noch viel, viel mehr. Weil, wenn du dich fragst, ob du dir eine Frage stellst, ist die Frage dann für dich überhaupt fragweise wichtig oder mach... Wieso? Wieso? Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Du machst total kranke Sachen mit ihm. Ja, und er ist schon wieder durch das Rohr durchgelaufen. Kannst du jetzt damit aufhören? Ich kann nicht. Oh Gott. Jetzt schieß ich nicht wieder nach, was weiß ich, in den Himmel oder so. Komm. Ah, verdammt. Kopfschmerzen. Oh Gott. Ich glaube, du sollst da gar nicht hoch. Doch, ich weiß nicht, wo sonst noch Münzen sein sollten. Muss ich nicht in den Himmel feuern. Hey, das war aber knapp. Das war sehr knapp und ich will es nochmal machen. Okay, jetzt diesmal nicht ganz in den Himmel feuern, ein bisschen nach unten. Sind keine präzisen Steuerungen mit diesem scheiß Gamepad möglich. Ja, feuer dich einfach ab. Los. Ich mach mal Safe State, so. Feuer! War zu niedrig. Wer hätte das gedacht? Noch, jetzt machst du wieder Schuss in den Himmel oder so. Nein, was? Ja! Doch, es war Schuss in den Himmel. Verdammt! Wie kommt der da hoch? Also ich habe da oben auch gar keine Münzen gesehen. Ja, ich auch nicht, aber... Ich sehe da echt nichts, da ist doch gar nichts. Es wurmt mich, dass ich da nicht hochkomme. Ja, das macht ja nichts, also ignoriere doch jetzt mal die Baumkrone. Nein! Doch! Ich kann nicht! Jetzt mach eine Arschbombe nach unten und stirb. Gut, alles klar. Oh, das war keine Arschbombe, aber... Stirb endlich, ja! Oh, das schafft sehr gut. 66 Münzen, was willst du uns damit sagen? Eine satanische Botschaft mal wieder. Okay, sehr gut. Natürlich jetzt entsatanisiert. Halt, da oben sehe ich noch eine Münze. Gott, das hat aber lang gedauert. Eine Schummelmünze. Geht aber ganz schön steil hoch dort. Ja. Gott, ich kann doch jetzt nicht drei Parts hochladen, wo ich nur rote Münzen suche. Ich finde das witzig. Ich nicht. Also, eine sehr verzweifelte Suche, muss ich einfach mal sagen. Ja, irgendwie schon. Los, du musst hoch. Du hast gegen die Wand getreten. Okay. Okay, nochmal. Okay, jetzt. Ja, jetzt mach doch in die Wand.
rutscht da hoch. Macht die springen dann und rutscht da hoch, ey. Ja, wie habe ich das letzte Mal gemacht? Ich meine, ich hab's ja noch gar nicht gemacht. Was redest du da für ein Quatsch? Okay. So. Scheiße. Du bist aufgeflogen. Ja. Juhu! Du bist, erst dann nämlich kurz, als wir eine kurze Pause gemacht hatten, da ist er nämlich testweise ist er nicht mal an die Ecken überall rumgerannt und hat geguckt. Und da ist er auch natürlich auch mal da hochgeklettert. Und das war nicht auch eine Ecke gewesen. Gut, dass du mich gerettet hast. Weißt du? So. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch eine Person. Ich sag dahinter. Dahinter? Was? Ja, ich sag dahinter. Okay, ich komm da nicht rein. Doch, kommst du. Siehst du? Okay, du kommst echt nicht klar. Ja. Wo könnte noch eine Münze sein? Vielleicht oben auf der Baumkrone. Ja, genau. Das hat jetzt lang gedauert, bis ich den verstanden habe. Ja, okay. Warum tut mir dieses Spiel das an? Weil es dein vorletzter Stern ist. Ja. Aber ich kann doch nicht drei Parts hier nur rote Münzen suchen. Mach. Ich sammle hier die 100 Münzen noch vorher. Ich seh's kommen. Ja, ist doch gut. Vielleicht sollte ich das tun. Ja. Mach's doch einfach. Ja, das wäre auch besser, weil sonst dürfen wir alle nochmal sammeln. Wenn ich den Stern für die roten Münzen sammle. Ja gut, dann schnapp dir jetzt diese Box da und lass sie irgendwo fallen, wo du nicht alles verlierst, oder? Ja. Oder genau, aber ich weiß nicht, ob ich sie brauche, um da hochzukommen. Ja, ich brauche sie, um da hochzukommen. Und ja, dann geht, dann spring da hoch. Nein, noch nicht so. Nein. Aua. Ja, nochmal. Ja, kann ich auch mal sagen. Nein. Was machst du? Doch. Perfekt. Aber die Münzen. Nein. Egal, wir gucken erstmal, was da oben ist. Und dann können wir immer noch sagen. Kannst du immer noch verzweifelt sein. Genau. So ist es. Da hast du rote Münze! Da hinten ist die rote Münze, die letzte rote Münze. Ich glaub's ja nicht. Ja! Du musst auf die Pilze rauf. Wahnsinnig werden. Ja, aber genau. Wahnsinnig werden, wie immer. Aber jetzt machen wir erst einmal das hier. Ich muss einfach nur die Kiste kaputt machen. Musst genau. Ja nicht. Ich muss ja gleich da hoch. So. 94, hey! Und mit der roten Münze haben wir dann 96, da fehlen noch 4. Das ist ja wohl ein Witz, oder? Das ist ein Witz. Und wir haben ja noch Franzosen, glaube ich, die ich noch nicht getötet habe. French Guys, wie auch immer. French Guys, ja, mir ist das egal. Du kannst... Gag. Okay, was machst du denn da? Ja, ich springe ein bisschen, das macht nämlich Spaß. Ich glaube nicht. Ich zweifle dieses Mal sehr viel an. Du zweifelst an mir, so. Wieso können Sterne nicht auch Münzen sein? Dann hätten wir Macht. Erde regieren vielleicht? Zum Beispiel. Okay. Okay, da ist deine Münze. Ja, und ich gehe erstmal eine Runde nach unten und ich freue mich darauf. Guck dich mal um, wo die andere Münze sein können. Außer deine French Guys. Tja. Oder vielleicht sind da oben ja noch welche. Weißt du, doch, da ist ja, da oben ist noch ein Steinkreis. Genau, du hast recht. Steinkreis, Münzkreis. Steinkreis ist ja Münzkreis. Eiskreis. Ein Eiskreis, Steinkreis, Münzkreis. Wenn da überhaupt welche sind. Ach doch, da sind welche. Ich fasse es nicht. Wenn wir dafür jetzt einen Stern bekommen. Wir bekommen dafür einen Stern, ich sag's dir. Ich will dafür einen Stern. Ja! Unglaublich, dass das überhaupt möglich ist. Also viel mehr war da nicht drin. Nee, wirklich nicht. Aber wir haben 104 Münzen und einen weiteren Missing Star. Zack, der wird gespeichert. Yeah! Und da holen uns die anderen auch noch. Springen wie die Bekloppten da runter. Sollen wir so verwegen sein, ja? Ja, stimmt, okay. Mario. Verreck. Das war eine schöne Arschlandung. Ja. Das finde ich. Oder Rückenlandung. Schnapp dir den Stern. Ja! Yeah, 2 Sterne. Freut sich Mario, dass sich da hat es sich doch gelohnt. Und wie sich das gelohnt hat? Red Coins Hunting, hey! Zack. Und du kriegst wieder keine Münzen, obwohl du welche geholt hast. Okay. Dann lese ich nochmal das Schild. Nein. Nein, Quatsch. Ich lasse es für heute gut sein und verabschiede mich an dieser Stelle. Und es wäre nett, wenn du das auch tun könntest. Es wäre gut, wenn ich noch eine Weisheit hinterlasse. Und zwar geht es darum, wenn ihr nachts versucht, den die Nacht zu Tag zu machen, dann funktioniert das nicht, indem ihr versucht, immer durch eine Tür rein oder raus zu gehen oder durch eine Röhre hin und zurück zu gehen.
Die Nacht wird so schnell nicht verschwinden. Wartet, wie die Zeit, also die Zeit muss ganz langsam umgehen, wie es die Zeit mal macht, und daran müsst ihr euch gewöhnen. Es gibt keine, noch keinen Weg, die Zeit zu verändern. Also, findet euch damit ab. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ja, noch schöner als deinen Weisheiten zuzuhören, ist sie, sich im Mondschein anzuhören. Das Echt? Hat was Romantisches, ja. Ich fände das eher gruselig. Ja, okay, dann lassen wir das an der Stelle. Bis dann! Bis dann!